So, der nächste Schritt ist die Praxisübung. Ja, das heißt, wir werden gleich die Fahrzeuge ein bisschen verteilen, jeweils zwei Fahrzeuge zusammen und dann üben wir. Jetzt dürfen Sie alle einmal durchschnauben. Wer was trinken will, essen will, kann was trinken, kurz aufs Klo gehen. Um 20:30 Uhr machen wir weiter. Ja, wo ist der Catering? Wo Und wäre dann denn bitte also? genau, und dann treffen wir uns wieder vorne bei der Fahne. Um 20:30 Uhr. Pünktlich. Das ist ein Ja, Hubschrauber. Ma'am, ja, Ma'am. Dann die Toilette. Da! Ja. Toilette ist im Turm. Asla. Ganz Okay. oben. Ganz Frau oben. Morell? Ah, kein Asla. Problem. Ja. Gibt es im Turm auch einen Dann werde ich die Getränkeautomaten gleich noch? besuchen. Nein, aber können Sie von mir bekommen, wenn Sie was zu trinken brauchen. Komm darauf zurück. Ich habe auch noch Wenn fünf keine Flaschen Fragen dabei, falls sind, jemand braucht. Ab in die Pause. Asla, alles Ehe, Pause, klar. Mann, Gute Joggen, bist gesund. Wer hatte fünf Flaschen dabei? Ich hab. Kommen Sie zu mir daher. Hey, du heißt danach? Das ist sehr lieb. Ja, gerne. So Kollegen oder angehende Kollegen. Werden wir jetzt weggeflogen in den Krieg? Ich hoffe nicht. Ich dachte auch gerade, du hast noch einen Dankeschön. Helikopter hier. Ja, sehr gerne. Brauchst du noch was zu essen? Ja, bitte. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ein Klischee muss man ja bedienen. Merci. Ja, der Wie Name. Heißt du? Ich heiße John. Und wie du heißt du? Dieter. 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 Ja, das kann man sich ja einfach merken. Ja, Dieter Knecht. das hatte sie ja schon gesagt, der Herr Knecht, der mit der Weste rumlief. Ja, geboren, um zu lieben. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Was Ist hältst du von eigentlich der? scheint ein ganz nettes Mädel zu sein, ne? Und hübsch sieht sie auch noch aus. Der hat Haare auf den Zähnen, ne? Ja, ich glaube, die kann auch ziemlich zubeißen, wenn sie böse ist. Und kratzen tut sie wahrscheinlich auch. Was für Vorlieben hast du denn? Das willst du nicht wissen. Dieter, das willst du nicht wissen. Kann Schöne sein. Uniform, die kriege ich wahrscheinlich später hoffentlich auch. Die kriegst du dann auch, ja. Ja, ich hoffe es doch. Oder ich gebe meine wieder ab. Oder du gehst die abgeschafft. Das weiß ich noch nicht. Okay, wer weiß, wo die Zeit einen hinführt, wa? Ja, wer weiß, wo das hinführt, ja, alles. Ich werde bekloppt. Was machen die davor? Komm, wir gehen da gucken. Komm. Okay. Die Neugier ist größer. Was heißt Neugier? Wir müssen ja lernen. Ja, stimmt, genau. Wir können das unter den Aspekt des Lernens Und das vergraben. ist bestimmt der Catering-Service, was der Mann da sagte. Ach, Catering-Service. Haben die alles für uns? Die machen die alles für uns? Polizei. Catering. Wir sind ja auch die wichtigsten hier eigentlich, Ja, ne? stimmt, Der Nachwuchs, die ja. Talente von später. Richtig. Hast du schon mal einen Hubschrauber gesehen? Ich werd bekloppt. Ich habe das Gefühl, ganz so nah wolltest du jetzt doch nicht rangehen. Guck dir das an. Bist du schon mal Hubschrauber geflogen? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, das ist davon. Ist das da vom Medical Team? Sind das Medics? Ja, ich glaube schon. Nee, ich habe keinen Flugschein. Ne? Bist du schon geflogen? Auf die Fresse, ja. Ja, das auch. Das bin ich auch öfters, durchaus. Da war ich Aber. damals besoffen. Ja, Ah, das ist ich wirklich meine, so. einige fliegen ja auch von der Schule, da die sind auch geflogen. Nee, ich bin noch nie von der Schule geflogen. Immerhin. Du aber, ne? Nee. Nee, ganz sicher nicht, Dieter. Ganz sicher Also. nicht. Hallo Ibrahim. Ibrahim, mein Nachbar. Das ist übrigens mein Wohnungsnachbar. Was ist das? Ja, Achtung, Ibrahim. wir haben Nein, du beide. hast gesagt, du willst dich im WG. Nee, aber Ach, ich war ihr dein Nachbar. zwei Ich war nicht. Seitenpärchen. Das Okay. stimmt. Nee, ich war nicht bei dir, aber ich war Nachbar von dir, Kollege. Nachbar, das stimmt. Ja. Habt ihr was miteinander? Nee, nee, nee. Ne? Wieso haben Nachbarn immer was miteinander, wo du herkommst? Ja, ich komme aus einer seltsamen Gegend, das kann sein, ja. Ach du Definiere Scheiße. seltsame Gegend. Ja. Könnt ihr Helikopter fliegen? Nee, kein Nee, Pilotenschein. aber wir können da mal probieren. Hast du Wir Lust? können mal Ja, einsteigen, mal warum gucken, nicht? wie begeistert die denn davon sind, wenn wir da einsteigen. Dann kannst du direkt nach Hause Ich gehen. wollte gerade sagen, kannst gleich deine Weste abgeben. Ich Dann hab. brauchst du die nicht mehr. Aber ich bin echt nicht gut darin. Wo Das drin? Einzige, was du dann vielleicht bekommst, ist so der Hausmeister Helikopterfliegen. Klamotte und darfst dann Also. putzen gehen. Haben die auch einen Hausmeisterjob? Weiß ich nicht, muss mal fragen. Wenn ich hier durchfall, wäre ich Hausmeister. Vielleicht einen Nebenjob, weißt du, so, um Gehalt aufzustocken. Was für ein Zwei. Gehalt? Wie du kriegst Machst du als das umsonst? Polizist Geld? Ja, natürlich. Ehrenamtlich. Auch. Finde ich gut. Warum wollt ihr zur Polizei? Geld. Habe ich auch gesagt beim Einstellungsgespräch. Er Ja. sagt, was wollen Sie hier? Ich sag Geld.
Und ich darf mit einer Waffe rumballern. Nee, das habe ich nicht gesagt. Nein, Spaß. Aber es ist ja auch so, Frauen stehen auf Uniformen, viele, ne? Ja, das stimmt. Die finden das ja, interessant. Ja, auf jeden ne? Fall kann ich nur bestätigen. Ach, das kannst du bestätigen, warum? Und richtig. Und einen Knüppel hast du auch immer dabei, ne? Richtig. Dafür brauche ich auch kein Polizist sein, oder? Nee. Hey, Arthur. Artyom. Was? Ayum. Nein, fast. Ayo. Mit J, Artyom. Ayo? Artyom? Artyom, ja. Artyom? Artyom. Was er dabei rollen? Was hast du denn hier für Erfahrungen mit Uniform? Erzähl mal. So, ich war ganz lang bei Armee. Erst bei Roter Armee und dann bei Konföderierter Armee. Ja, und dann hast du hier mit der Frau oder was? Weil du Uniformträger bist. Ja, klar, weil wenn du dann Urlaub hast, in Heimat zurückgehst oder in Moskau, ein, zwei Wochen Party machen, die stehen direkt auf dich. Und wenn sie sehen, du hast hier Striche, also du bist Offizier, dann läuft das recht. Ja, darf ich darauf hinweisen, dass wir in 3 Minuten bei der Fahne da hinten sein sollen? Wo soll man sein? Bei der Fahne da hinten. Ach du Scheiße, wie läuft der rum? Ist Halloween. Sag ich Beats. Habt ihr das gesehen? Ja. Jungs, ich geh mal zur Fahne. Bis gleich. Was für eine Fahne? Er hat Schminke im Gesicht. Komm, Ayo. Da am Eingang. Jo, bei der Fahne. Ja, wie Wolak. Was? Hör mal, was bist du für ein Landsmann? Russe. Russe? Ja, Island, echt jetzt? Davai, Bliad. Ich komm aus Nordsibirien. So. Davai, Bliad. Da kommt Familie schon seit 100 Jahren her. Ey, Ayram, pass mal auf. Was heißt, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, ne? Ja. Ja. Und ich sag zu dir, hier, hast du Bock? Ja. Was heißt das? Hast du Bock? Da kommt drauf an, worauf du Bock hast. Ja, auf Poppen. Ja, dann sag das doch. Ja, aber wie heißt das denn auf Russisch? Wie, auf Russisch? Ja. Ich kann dir jetzt nicht unanständig hier Russland, Russisch-Kurs geben mit unanständigen Sachen. Ja. Weißt du, das Problem ist, ich bringe immer Leuten russische Wörter bei, die sind meistens unanständig oder Beleidigung. Ja. Dann finden die das so gut, dann sagen die das aus Versehen. Dann bist du direkt hier durchgefallen, weißt du, wie ich meine. Ja, warte, dann sag mal ein unanständiges Wort. Ja, zum Beispiel, Billard heißt zum Beispiel Scheiße, ne? Das sagt man so im Allgemeinen. Billard? Nein, Billard mit J. Billard. Oh. Fast. Blatt. Ja, sie ja. Du verknotest, Blatt, ja, aber Dieter, du verknotest dir dabei nur die Zunge beim Versuch. Richtig, oder sag Jibitz, ist auch nicht nett. Jibitz? Genau, und dann was du sagen Blatt. Kannst, ist Durak. Durak heißt Esel. Durak. Richtig, du Durak. Ist ja fast wie Jarak. Durak, Jarak. Alles was ist Jarak? Was ist Jarak? Das ist, ja. Weiß ich nicht. Dürfte ich mal die Frage stellen, wo die verdammte Flagge ist, wo wir hin müssen? Was für eine Flagge? Wo gehen wir hier eigentlich hin? Da. Oh Gott. Nein, das ist doch nicht die richtige Flagge, hier fehlt doch jeder. Wo sind die? Joe, wir fallen direkt durch die Ikea. Keine Orientierung sind. Scheiße. Müssen wir auf andere Seite oder so? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ja, auch nicht. Ach, da hinten, wir sind gerettet. Sei hier bitte schnell. Ah. Ja, komm, lauf. Ich hab geklappt, ey. Leute, wir haben uns nicht verlaufen, das sah nur so aus, kein Problem. Ein Fahrzeug an, und der Fahrer, der hat das Wort, also der wird damit... Die üben schon, ich werd bekloppt. Wenn man den anhält, dann ist der Beifahrer funken wegen Kennzeichen ab. Ich verstehe, ja, diese machen Funk, diese machen Funk, diese sagen Kennzeichen, diese fragen Kennzeichen, ne? Ja. Diese Fahrer, diese Fahrer... Ich muss lauter reden, Mann, ich werde nicht... Kennzeichen abfragen, ne. Wie war denn das Wort dazu? Du musst das durchfunken, Mann, in die Leitstelle, diese Kennzeichen schicken. Code 2, Halteabfrage. Ja, genau, Halteabfrage. Und dann, also bei der Fahrer warten, oder bei der Polizisten warten, bis das durchgegeben wurde. Also da ist der Funk und dann steigt man erst aus. Und dann redet der Fahrer mit dem, als zu kontrollierenden. Und der Beifahrer, da ist ganz wichtig, denn da muss, L-Stellung absichern. Ich glaube, das kriegen wir gleich. Ja, das kriegen wir gleich erst noch erklärt. Aber ich könnte mir vorstellen, L-Stellung wäre dann quasi, wenn. Ja, so schon mal. Wenn ich jetzt das L hier vorne wäre, dann wäre die L-Stellung ich hier. Genau, ich habe mich gerade so hingestellt und das meiste quasi. Ja, Toto, wenn du den kennen würdest, der wird dir mal die L-Stellung zeigen. Deine Kollegin. Aber. Irgendwie kenne ich die Position schon zu gut.
Aber ich muss auch immer das Auto im Auge behalten, mit dem, also wenn da Beifahrer drin sind, falls die telefonieren oder das so. Muss aber der, also der Beifahrer, der Funk, muss das im Blick halten. Die der muss halt ja, ich, rein, ich bin ja in dem Sinne. Ach, ist mir hey, du machst doch die Befragung mit mir. Die sind ja schon voll im Kopfdienst hier. Wie war das bei Fahren ohne Führerschein? Die auch, ach, nie. Knast. Knast. Und Schlagstock. Bei mir gibt immer beides. Eiram, du bist ziemlich gewalttätig. Schau, ich bin nicht Eiram, Artyom genossen. Artyom. Mayong, Artyom. Wie heißt du überhaupt? Dieter. Da. Bist richtiger Deutscher, ne? Was bin ich? Richtiger Deutscher. Da komme ich her, das ist richtig. Ja, das hat immer mein Opa gesagt, richtiger Deutscher. Richtiger Deutscher. Genau, so Franz und so hat er sich immer lustig gemacht. Was ist denn dann ein unrichtiger Deutscher? Ja, wollte ich gerade sagen, was ist denn naja, ein unrichtiger Deutscher? Naja, heutzutage ist ja Berlin, heißt ja jeder Muhammed, habe ich gelesen. Wir haben den 32, die sind alle zu spät, wollte ich schon mal anmerken. So, stellen wir es lieber mal wieder rein. In Berlin heißt jeder Muhammed? Ja, habe ich gelesen, ja, wusste schon. Oh, Ayram, du machst mich bekloppt. Wieso? Du machst mich bitte hier in der Nähe postieren, falls irgendwas passieren sollte. Ich weiß ja nicht, nur russische Zeitungen schreiben mal immer komische Sachen, weißt du, wie ich meine? Das ist schon 61 Ende. Das ist einer weniger. Wo ist denn das hinterhin? Oh shit, Mann, wo ist der hin? Also, folgendermaßen. Ja. Nein, ich denke, wir 10er, wir hier stehen 9. Ich muss mich gleich bewegen und möchte ja. Ein Backup haben. Für alle Fälle, das ist richtig, einer fehlt. Ja, so das ist mir vorhin schon aufgefallen, wahrscheinlich geht es ihm nicht so gut. Ich werde mich später informieren, beziehungsweise werde ihn auch nochmal kontaktieren. Ja, der Officer hat ja Liste gemacht, oder nicht? Richtig, ich weiß auch, wer fehlt. Ah, diese schwarze Mann, ne? Genau. Ja, der mit der Brille. Der schwarze Mann? Genau. Gut. Also, jetzt wollen wir aber direkt weitermachen. Wir haben es auf dem Zettel. Vielen Dank. Sie waren sehr aufmerksam. Jetzt geht es dazu, dass wir einmal eine Personenverkehrskontrolle, eine normale Personenverkehrskontrolle durchgehen. Das heißt, wir müssen diese vier Fahrzeuge, die jetzt hinter Ihnen stehen, einmal in die Hangar bringen. Wir haben in die Richtung, wo wir gerade waren, haben wir vier Hangar. Solche aus Holz, ja. Und in Hangar 1 und in Hangar 3 werden wir jetzt jeweils zwei Fahrzeuge hintereinander stellen, mit etwas Abstand. Herr Knecht, Sie können auf jeden Fall ein Fahrzeug fahren. Sie haben einen Schlüssel, ja? Ja. Ja, kann ich. Herr Knecht, ich kann Sie nicht hören. Ja, Ma'am, kann ich. Gut, dann schnappen Sie sich schon mal ein Auto. Natürlich. Ich mach noch ein weiteres Auto an. Wer fährt? Gut, der Herr hat gerade als erstes gesagt, ich würde gerne. Hey, komm mal her mit der Karre. Wie geht das denn ob? 342, Code 6. Warte mal, erinnert den auf. Ach hier, da. Okay, gut. So. Autofahrer und Fersen sitzt sich gleich tot. Was ist der Fahrzeug? Abgeschlossen. Ach, das da. So. Ich muss erst anmachen, der Herr. Achso, ja. Ich wollte gerade einen Schlüssel nachfragen, ob sie mir den durchs Fenster rein langsam anmachen, aber macht mehr Sinn so. Herr Knecht, ich muss ein bisschen wegfahren. Ja, hab's schon gemerkt, Ma'am. Nein! Was ist los? Nein. Fragen Sie lieber nicht. Sie hatten auch Schaden zu haben. Sie hat das gemacht, was vielleicht suboptimal war. Hat ihr Auto verschwinden lassen? Ja, das sah auch nicht besser aus. Wie geht das an? Das sah nicht mehr gut aus. Gut. Dann fahr ich hier mal. Ja, steig mit ein. Was? Gut. Wer ist das denn? Trotzdem aufteilen in die anderen Fahrzeuge, wo noch Platz ist. Denn? Sie sind unser Chauffeur. Waren Sie Dieter. Dort? Ich hab geglaubt. Sind Sie dann die Fahrt oder soll ich? Jetzt haben wir also, Sie haben Verantwortung von zwei Menschenleben. Fahren Sie vorsichtig, Dieter. Ja, dann schnall dich mal an, mein Freund. Wieder Ritt hier oder was? Also eine Kurve muss man mindestens driften, wenn du schon so, ne? Schnell dich mal an. Haben Sie schon mal die Grundausbildung gemacht? Weil Sie haben eine Uniform an. Was dann ich? Haben Sie die Grundausbildung schon mal gemacht, weil Sie eine Uniform anhaben? Nee, habe ich nicht. Das ist halt, weil ich gut bin. Ne? So, wir sind da. Aussteigen. Sorgen Sie.
aussteigen und erstmal wieder Aufstellung annehmen. Am besten ist es tatsächlich, wenn wir uns gleich an den Streben hinter ihnen halt aufreihen, weil wir dann die Fahrzeuge direkt hier als Übungsobjekt nehmen. Jawohl. Sam. Okay. Ja, Sir. Sind noch alle hochmotiviert? Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Das klingt ja schon fast, als wollten sie es auch machen. Sind sie alle noch hochmotiviert? Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ah, endlich konnte ich sie mal hören. So, dann einmal Aufstellung hinten an den Streben nehmen und dann führen wir ihnen eine Übung vor. 61 ist wieder von der Stelle runter, der Streife 1, sie können wieder regulären Dienst aufnehmen. So, verstanden, Code 1, Mero Park. Ja, Moment, Platz auskam. Oh, jetzt kann ich mal kurz, warte. Das ist die falsche Einstellung. So, zur Information für Sie. Da wir momentan zu wenig Kollegen haben, um alles hier darstellen zu können, wie wir es haben wollen, werden wir hier vorne imaginäre Personen gleich aus der Verkehrskontrolle ziehen. Nicht, dass Sie sich wundern. Wir werden die Schritte aber so genau wie möglich trotz alledem durchführen und ausführen. Bestehen dazu Fragen? Ich sehe, dem ist nicht so. Passen Sie gut auf, wir werden laut genug reden. LSPD, einmal rechts anfangen. Anfahren. Motor aus, Schlüssel auf die Motorhaube und rechts neben das Fahrzeug mit dem Rücken zur Beifahrertür stellen. Alle Mitfahrer werden sitzen bleiben. Leitstelle für Streife 1 kommen. Leitstelle hört. Code 2 vor Zankudo. Kommen. So verstanden, kommen. Streife 1, Ende. Mhm. Alles jetzt? Schönen guten Abend. Was? Wie schönen guten Abend? Also. Guten Tag, PD 32, allgemeine Verkehrskontrolle. Ich würde jetzt gerne einmal Ihren Personalausweis sehen. Ja. Leitstelle für Streife 1, kommen. Vielen Dank. Leitstelle hört. Halteabfrage, kommen. Check, durchgeben, kommen. Kennzeichen lautet wie folgt. PD leer 0003, kommen. So verstanden, Standby. Ja, der Personalausweis sieht doch gut aus, Herr Meier. Frank Meier, bitteschön. Einmal zurück und dann bitte einmal den Führerschein. Streife 1 für Leitstelle kommen. Streife 1 hört kommen. Halter zugelassen auf ein Frank Meier. Keine offenen Akten kommen. Streife 1 so verstanden kommen. Leitstelle Ende. So, Führerschein ist noch gültig. Sehr gut. Dann geben Sie mir noch einmal, haben Sie einen Verbandskasten dabei? Ach, hier ist ein Kofferraum. Ja, dann geben Sie mir den nochmal bitte raus. 3 für 1, ja. Halten Sie mal bitte das LSPD an. Ja, das sieht doch gut aus. Faszinierend, wie man sich so alles vorstellen kann, ne? Dann war es das von unserer Seite aus und wünschen eine gute Weiterfahrt. Der Fahrer ist gerade nicht einsatzbereit. Schönen Abend noch. Streife 1, Code 1, vor Zancudo. So, gibt es Fragen? Oh, gleich so viele. Ja, Sie zuerst. Ich frage Name nach. Ja. Problem, diese Fragen, Ausweis und Führerschein. Ich nichts fragen können, Führerschein nur.
Nein, beides. Okay, diese beiden da? Okay. Ja. Okay, ich verstehe. Gut. Ja? Nein, also ich gehe davon aus, dass sie von links nach rechts gehen. Wir haben keine PD-Nummern, sollen wir einfach uns eine ausdenken, wenn wir das machen? Oder machen wir das gar nicht in die Zeit? Okay, wir denken uns einfach. Denken Sie sich eine PD-Nummer aus. Okay, zweistellig muss sie sein. Ja. Gut. Gut. Ja? Lauter, letzten bitte, Funkspruch, Sir? Ja, Entschuldigung. Beim letzten Funkspruch haben sie nicht mehr die Leitstelle angefragt, sondern nur gesagt, Streife 1, Code 1. Ach, Junge. Ich habe auch keinen Checkback mehr gefordert. Ist das so normal oder? Genau, beim Code 1 geben wir wieder an, dass wir verfügbar sind. Dafür muss die Leitstelle es nicht im Funk hören. Sie sieht es ja im Leitstellenblatt. Wir tragen auch Code 1 selbstständig wieder ein. Alle anderen Codes macht nach Möglichkeit die Leitstelle. Wenn sie natürlich schneller sind, tragen sie den Code halt auch ein. Code 1 heißt einfach nur, dass wir wieder verfügbar sind und dass wir den Standort durchgeben. Das heißt automatisch, dass wir die Personenkontrolle ohne weitere Vorkommnisse beendet haben. Ah, okay. Und das muss nicht gegengecheckt werden als solches. Das ist einfach nur so ein, jo, wir sind wieder da. Ja, okay, ich wusste nicht, dass man das jetzt einträgt. Danke, Sir. Alles klar. Ja, die Dame? Ist das nur bei dem Code so oder generell auch bei anderen Codes? Code 1 wieder verfügbar, bedarf keiner Gegenchecks. Das heißt, also es ist nur bei Code 1 so. Alles andere muss halt nach Möglichkeit gegengecheckt werden. Beziehungsweise, ja gut, Code 14 Pause, nicht unbedingt. Und Code 6 ist halt ganz sinnvoll, wenn die Leitstelle wirklich weiß, dass sie nicht betriebsbereit sind. Panzerschlaf gut. Danke, Sir. Ja. Tatsächlich kann man, während man ihn anhält, der Beifahrer schon die Leitstelle anfunken, dass man Code 2 gegangen ist, wenn er ausgestiegen ist. Oder wartet können, man echt? Sie können tatsächlich schon, während der Fahrer noch macht und sagt und tut, wir konnten natürlich jetzt, hätten sich unsere Stimmen überschlagen, deswegen habe ich halt abgewartet. Normalerweise wäre es so, der Fahrer spricht halt die Warnung aus, beziehungsweise die Anweisung, hier ist es LSPD, fahren Sie rechts ran, Motor auf Armaturenbrett, Motor ausschalten, Fahrer steigt aus, etc. etc. Währenddessen funkt schon der Beifahrer Code 2 durch und funkt dann auch am besten schon die Leitstelle an und macht direkt die Halteabfrage. Im Sitzen halt quasi. Und Sie steigen auch erst dann aus, wenn der Fahrer des vor Ihnen fahrenden Fahrzeuges angehalten hat und ausgestiegen ist. Es nützt nichts, wenn er angehalten hat, sie steigen aus und er fährt einfach wieder los. Bis sie wieder im Fahrzeug sind, ist der weg. Also sie warten wirklich, bis der Fahrer ausgestiegen ist und sich dann halt schön, brav an die Beifahrertür hingestellt hat. Und während dieser Zeit kann halt der Beifahrer als Funker den Code 2 durchgeben, die Halteabfrage abhalten und dann haben sie schon mal Vorinformationen, wem das Fahrzeug generell gehört. Noch weitere Fragen? Ja. Spielen Sie dann gleich die Leitstelle? Spielen Sie gleich die Leitstelle dann? Oder sollen wir das auch so im Wechselspiel machen? Nein, Leitstelle übernehmen wir. Achso, okay. Vergessen Sie nicht, dass während des ganzen Übungsablaufes gleich die auch bewertet werden. Na? Haben Sie noch Fragen, die Sie jetzt stellen möchten, die Ihnen aufgefallen sind, die Sie nicht verstanden haben oder sonst dergleichen? Ja. Es wird immer nur eine normale Überprüfung gemacht oder kann da irgendwas jetzt gleich dazwischen kommen? Fall, den wir jetzt hier gleich durchspielen werden, wird es erstmal die normale Verkehrskontrolle sein. Wir werden darauf und danach dann nochmal einen spezielleren Fall mit Ihnen durchgehen, der dann halt auch die Verhaftung beinhaltet. Okay. Dies wird einfach jetzt für Sie zum Einstieg die Kontrolle sein, die wird trotz alledem von uns durchbewertet. Natürlich. Danke. Und von den Kollegen, die zur Unterstützung gerade gekommen sind. Natürlich, danke, Sir. Gut, noch mehr Fragen? Tatsächlich. Ja, bitte. Allgemeine Verkehrskontrollen darf das LSPD wahrscheinlich immer vollführen. Frage, es gibt wahrscheinlich Leute, die fragen, warum haben sie mich denn angehalten? Inwiefern müssen wir denen Auskunft geben, beziehungsweise inwiefern ist das relevant, wen wir quasi... Allgemeine Verkehrskontrolle, Punkt. Okay, also keinen genauen Grund angeben. Wenn sie keinen anderen Grund haben, dann nur allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, wenn er halt im Gegenverkehr war, sagen sie, hören Sie mal, Sie sind wie eine besenkte Sau gefahren. Wenn er falsch geparkt hat oder sonst was. Ne, genau, das war meine Frage, ob wir da Auskunft geben dürfen oder nicht. Ja, noch weitere Fragen.
Ein kleiner Hinweis meinerseits tatsächlich noch. Das Durchsuchen des Fahrzeuges ist tatsächlich erst dann erlaubt, wenn nur dringender Tatverdacht besteht. Das heißt, bei der normalen Fahrzeugkontrolle nehmen wir nicht das ganze Fahrzeug auseinander. Also nicht unbedingt notwendig. Bis zum... Achso. Sah im Weiten so wie ein Taxi aus. So. Sind da noch weitere Fragen oder sind jetzt alle Fragen soweit geklärt, dass Sie der Meinung sind, diese Übung zu vollführen? Jawohl. Diese jetzt Übung oder diese Test da? Es ist hier alles ein Test. Okay. Sie werden am laufenden Band bewertet von uns. Multitasking-Fähigkeit gehört zu Ihren Job-Alltagsaufgaben. So, hat noch wer Fragen? Aus der Schaf weiß ich nicht. Dann gehen rechts, von mir aus rechts, die ersten fünf mit meinem Kollegen einmal mit nach hinten zu dem anderen Auto, in den anderen Hangar. Ma'am, Yippie, ja, wir haben den Granger. Ja, Ma'am. Abflug. Ja, Ma'am, ja. Los geht's. Erfolg. Rambock. Ja, was? Euch auch. Was? Hallo. Guten Abend. Die grüßt auch jeden, oder? Oh. Der Wichtige jetzt hier. Ich weiß ja jetzt schon nicht mal, was der eben gesagt hat. Dankeschön. So, einmal Aufstellung annehmen. Sehr gut. Wir warten jetzt noch auf einen Kollegen bzw. auf ein Fahrzeug, damit wir die Übung beginnen können. Und dann werden hoffentlich die Kollegen dann auch die zu überprüfende Person spielen, sodass wir das Ganze halt ausprüfen können. Jetzt werden wir hier einmal, ja. Ganz kurze Frage zum Funken. Also das ist immer, also wenn wir in Steife sind, machen wir mal Steife 1 für Leitstelle und dann das Anliegen. Ne? Status oder Alterabfrage, dann kommt von der Leitstelle genau. Und wir beenden das auch immer. So verstanden, ja, Ende oder wie? Kommt drauf an, wenn Sie den Funkspruch begonnen haben, enden Sie diesen Funkspruch natürlich auch. Achso, okay. Dass immer die Leitstelle Feedback auch hat, dass wir das wirklich verstanden haben. Ne? Ja, Sie sagen dieses Kommen und Verstanden und so weiter, das ist halt, ne? Alles Sie funken klar, die Leitstelle an mit Code 2, Halteabfrage etc. 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 Grundsätzlich kannst du halt immer merken, dass der Partner, also dass du derjenige, der angefangen hat, das Ganze auch beendest. Ja, das war richtig, habe ich mir notiert, nur einmal zur Vergewisserung. Jawohl. Aber ein Fahrzeug wäre nicht schlecht, glaube ich, Sir. So. Danke Ihnen. Mal einen Moment, Telefon. Was sind das Johnson? Für vierke Kästchen, du? Uns weg. Jawohl. Das fiel auf einmal mit dem Funken, ne? Jawohl. Ja. Ita, warum trägst du eigentlich schon Uniform? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich war letzte Woche schon da, aber... Ach so. Aber hast du noch nicht Grundanweisung gemacht? Auch nein, für dich alles neu? Alles neu. Alles neu, ich. So, das zu meiner Rechten ist der Herr Stark, Sergeant Stark für Sie. Kommen Sie direkt hierher. Dankeschön. Sergeant of Academy, um genau zu sein. Guten Abend, Sir John. Guten Abend, Sir. Sir, guten Abend. Moin, Sir. So, wir werden jetzt hier, damit ich Sie natürlich auch besser bewerten kann, einmal noch mal kurz schauen, wer von links nach rechts hier steht, damit wir wissen, wer es hier ist. Bei der Dame. Ja. Achso, ich wusste nicht von Ihnen oder von mir aus. Phoebe Donovan. Sir. Super, nächste. Sir John Upspring, Sir. Super, der nächste. Sir Pascal Madison, Sir. Und der nächste. Sir Artyom Volkov, Sir. Sehr gut, und der nächste. Sir PD-71 Dieter Knecht, Sir. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich wollte es ganz meinerseits, Sir. Ebenfalls, meinerseits. Ja. Sehr gut. Johnson, dann sagen Sie mir, ich habe Sie jetzt markiert auf meiner Liste. Akte, ja.
Ja, wir würden dann jetzt gleich anfangen. Sie werden gleich außer Hörreichweite gehen von den Kollegen und Kolleginnen, die Sie in Zukunft nennen können. Wir werden die Verkehrsfunk, wer möchte gleich der Erste oder die Ersten sein? Wird das besser bewertet? Das ist vollkommen irrelevant, wer wie was bewertet wird. Mir ist das egal. Ob suchen das Sie aus. Okay, wir haben Sir. Schon die ersten beiden Freiwilligen, die bleiben hier. Der andere geht aus so lange, bis Sie mich nicht mehr hören. Und zwar in diese Richtung. Ich rede so lange weiter, währenddessen wird der Stark dann vorne ins Fahrzeug sitzen und dann den zu kontrollierenden spielen. Es wird eine normale, freundliche Verkehrskontrolle werden. Und, Also ich höre ihn nicht mehr. Was hörst du? Hört ihr ihn noch? Ich höre immer Stimmen. Ich habe immer Stimmen in meinem Kopf. Ich höre alles. Ach du Scheiße. Er sollte uns auch umdrehen, oder? Sonst sehen wir ja, was die machen. Ja, sehen dürfen wir ja. Wir dürfen nur nicht hören. Nee, sonst können wir ja was abgucken. Oh Gott, wie alt bist du? 21. Ja, okay.